Das Kontrollpult funktioniert, aber die Kette scheint festgerostet. Verschlossen. Mit einem altmodischen Schloss verschlossen. Da hilft keine Hackerei. Ich finde mit bloßen Händen keinen festen Halt. Tür, darf ich vorstellen, der Wagenheber. Das Öl nehme ich mir. Ein bisschen Öl über die Kette.
Hoffentlich hält der Haken. Safe steht auf den Rollen. Das Kontrollpult ist außer Betrieb, nicht angeschlossen. Ich könnte zwei Kabelenden zusammenhalten, aber die lösen sich wieder, sobald ich loslasse. Bah, ich hasse Kaugummi. Das Stück Kaugummi wird die Kabel zusammenhalten. Gerade noch. Strom ist wohl da, aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Das hier zu bauen, muss ein Vermögen gekostet haben. Oh ja, hat es auch. Millionen. Und wer hat die ausgespuckt? Ha, die geheimen Leute. Psst, nicht den Namen erwähnen. Werde ich nicht. Aber mir können sie es ja sagen. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. Na toll. Sie sahen meine Forschung, gaben mir Geld, damit ich das hier bauen konnte. Sehr verschwiegen. War Anna-Maria bei Ihnen? Sie war der Strohmann. Wohl eher ein Strohweib. Eine Strohfrau. Andere haben Sie nicht kennengelernt. Einmal. Einen Typen am Telefon. Hab den Namen vergessen. Wen interessiert's, ist Geschichte. Erzählen Sie mir von der Explosion. Ich war für kleine Jungs. Wollen Sie wirklich wissen, was ich da gemacht habe? Nein, danke. Keine Details nötig. Ich sag's Ihnen trotzdem. Ich habe mir die Hände gewaschen. Also war es ein Unfall. So ein Blödsinn. Es war Sabotage. Diese Hure Anna-Maria. Sie schuldet mir Geld. Warum sollte sie die Fabrik in die Luft jagen? Die Versicherung. Was dachten Sie denn? Sind Sie versichert? Wenn ich darüber nachdenke, nein. Was war dann mit Anna-Maria? Sie betrog mich. Ich machte all das Gold. Sie nahm es. Hat sie sie nicht bezahlt? Und? Und wenn schon? Es gehörte mir. Haben Sie wirklich keine Idee, für wen sie gearbeitet haben könnte? Wenn ich sie sehe, wird sie bezahlen. Deswegen habe ich ja mein Baby hier dabei. Ja, nettes Teil. Das ist meins. Vergessen Sie das nicht, Lady. Haben Sie den Prozess selbst erfunden? Ja, komplett. Naja, fast. Anna-Maria hatte dieses alte Manuskript. Es war uralt, ägyptisch. Waren ein paar Abkürzungen drin, aber die brauchte ich nicht. Naja, ein paar. Wo hatte sie es her? Wer weiß, das hat sie nie gesagt. Vielleicht gestohlen.
Erzählen Sie mir mehr über die Zentrifuge. Ich werde ein Gott unter den Menschen sein. Niemand sonst kann ein atomiges Gold herstellen. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich mache Gold, aber kein gewöhnliches Gold. Oh nein, ein atomiges Gold. Sie sagten, das wäre unmöglich. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich hab's gegessen, wissen Sie? Macht einen unbezwingbar. Das ewige Leben. Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Keine Sorge, Lady. Dieses Baby kann in den richtigen Händen den Kopf einer Klapperschlange auf eine halbe Meile wegpusten. Und das hier sind die richtigen Hände. Ich fühle mich schon viel sicherer. Sie haben also schon versucht, den Safe zu öffnen? Ich habe ein paar Salven auf ihn abgefeuert, aber er öffnete sich nicht. Und was soll da nochmal drin sein? Der Beweis, dass sie mich betrogen hat. Sie hat mit meinem Gold ein Vermögen gemacht. Ich weiß das. Ich habe die Kabel verbunden, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich reparier's. Bitteschön. So gut wie neu. Kontrollpult funktionierte, aber nur teilweise. Ich kann alle Rollen gleichzeitig bewegen, aber nicht einzeln. Allein schaffe ich das nicht. Mr. Maynard, könnten Sie mir mal beim Schieben des Safes helfen? Sicher. Sie führen. Das hat keinen Zweck. Es gibt da einen Sicherheitsmechanismus. So große Objekte gehören da nicht rein. Können Sie ihn nicht außer Kraft setzen? Der Abschaltknopf dafür ist im Inneren der Zentrifuge. Ah. Aber hey,
Wenn Sie hier draußen steuern, kann ich den Knopf gedrückt halten und in letzter Minute rauskommen. Das hört sich gefährlich an. Das hört sich nach Spaß an. Sind Sie sicher, dass das sicher ist? Sicher? Was ist schon sicher? Okay, drücken Sie den Knopf. Okay. Es geht los. Warten Sie! Ich komme nicht raus! Ich kann Sie nicht stoppen! Ich habe die Mappe und die Schlüssel. Ein Kontoauszug und eine technische Zeichnung. Der Kontoauszug zeigt, dass die Fabrik eine große Summe erhalten hat. Und zwar von St. Michael, Konto Nummer 3. Sehr interessant. Was war das für ein Geräusch? Hörte sich wie eine große Maschine an, Boss. Das weiß ich, Idiot, aber was hat sie gemacht? Weiß nicht, Boss. Findet das Mädchen, aber passt auf. Der Verrückte muss hier irgendwo rumlaufen. Vito, geh raus und bleib im Gang. Lass sie nicht den Fahrstuhl benutzen. Klar, Boss. Sie sind in der großen Halle. Zeit, hier zu verschwinden. Verschlossen. Ich lasse die Tür zufallen. Ich lasse die Tür zufallen. Einer den Fahrstuhl. Boss, sind Sie das? Bleib bei der Fahrstuhltür, Vito. Klar, Boss.
jede Menge Öl auf dem Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. Ich lasse die Tür zufallen. Wer ist da? Nicht so schnell, Lady. Jede Menge Öl auf dem Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. Ich lasse die Tür zufallen. Nicht so schnell, Lady. Jede Menge Öl auf dem Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. Ich lasse die Tür zufallen. Wer ist da? Hier ist sie, Boss! Jede Menge Öl auf dem Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. Ich lasse die Tür zufallen. Wer ist da? Verschlossen. Hilfe! Zeit zu verschwinden. Hoffentlich hast du den Schlüssel nicht im Aufzug stecken lassen, Vito. Ach komm, Boss, so dämlich bin ich nicht. Du bist so dämlich, dass du noch nicht mal merkst, wie dämlich du bist. Puh, das war knapp. Verdammt! Ja, alles vermasselt. Wovon redest du? Der Boss ist nicht gerade glücklich darüber, Mr. Fingers. Was soll das heißen? Ich bin der Boss.
Das sieht Mr. Spallacci anders. Er möchte mit Ihnen persönlich reden. Ich gebe Sie mal weiter, Mr. Spallacci. Danach flog ich direkt hierher. Der Orden des Heiligen Michael hat die gesamte Phoenix-Operation finanziert? Und Anna Maria hat sie geleitet. Was ist mit dem Gold passiert? Das wusste Maynard nicht. Und du meinst, Anna Maria weiß es? Sie wusste es. Erinnere dich, sie wollte, dass du ihr hilfst, einen Schatz zu finden. Einen Schatz? Genau. Aber was für einen? Das Elixier des Lebens? Eine Wundermedizin gegen alle Krankheiten? Oder eine Waffe? Nein, Maynard war verrückt. Du kannst ihm nicht glauben. Warum sollte er lügen? Anna Maria wäre nicht in sowas verwickelt. Maynard wurde vaporisiert. Das Pulver, das Gold. Es ist ein Bestandteil einer Waffe, George. Glaub mir. Na fein. Ich habe gerade einen schönen Tee aufgegossen. Wir müssen zurück und das Kloster überprüfen. Oh, oh, was ist passiert? Lasst mich mitkommen. Tut mir leid, Mark, aber überlass das besser uns. Ich kann auf mich aufpassen. Es könnte gefährlich werden. Wir brauchen dich hier, falls was schief geht. Nie darf ich Spaß haben. Das ist kein Spaß, Mark. Komm, Nico, gehen wir. Der Platz ist menschenleer. Ideale Bedingungen zum Einschleichen.